Wir waren zwischendurch schon so müde, dass wir jetzt umso wacher sind. Nein, Matthias, das war ein super Fußballabend. Danke, dass wir jetzt hier kommen. Guten Abend, herzlich willkommen zum Sportschau-Club aus dem Revue-Palast Ruhr in Herten, unserem Revue-Palast der Herzen. Und wir begrüßen in großer Vorfreude den Trainer, den Cheftrainer des Tabellenführers der zweiten Fußball-Bundesliga, Friedhelm Funkel. Schönen guten Abend oder guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Wie war das für... Guten Morgen, liebe Studenten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Morgen, liebe Studenten. Aber wichtigste vorab, die Mannschaft hat jetzt nicht frohlockt, weil es immer später wird, sondern die hat frei morgen, ne? Die Fortuna. Die Mannschaft hat morgen frei, der Trainer dann natürlich auch. Also wir können uns hier noch einen schönen Abend machen. Ja, wir sind total bereit, alle dabei. Aber Sie haben doch auch einen schönen Abend. Wir haben hier viele schlechte Spiele schon gesehen in den letzten Jahren, aber heute war ja alles dabei. Sie sind ja mehr als nur Kind der Bundesliga. Sie haben sie quasi mitgeboren. Sind Sie nach Jahrzehnten auch immer noch so ein Fan dieses tollen Wettbewerbs, DFB-Pokal? Also? Ja, absolut. Der DFB-Pokal ist ein geiler Wettbewerb und das hat man heute wieder gesehen. Die ganzen Emotionen, die gerade in dem Spiel Leipzig gegen Bayern München zu sehen waren, das ist das, was den Fußball, was den Pokal ausmacht. Und ja, wir haben alle mit Freude geguckt, alle, die hier im Raum sind. Und alle waren nicht ganz glücklich mit dem Ausgang des Spiels. Viele haben mit Sicherheit auch den Leipziger die Daumen gedrückt. Aber so ist das mal. In Elfmeterschießen haben die Bayern oftmals das Quäntchen Glück, was man braucht. Und das haben sie heute wieder gehabt. Das ist immer die Frage, ne? Das objektive, neutrale Herz schlägt immer für den Kleinen. Aber ist Leipzig noch der Kleine in so einem Spiel? Also, ja, das sie war sind ein bisschen kliffelig, kleiner als die Bayern. Ja, aber sie haben viel oder sie haben großartig aufgeholt und sind ein echter Konkurrent für die Bayern, auch in diesem Jahr in der Bundesliga. Wie schnell haben Sie die Niederlage gestern verpackt? Das war ja eine beeindruckende Leistung vor beeindruckender Kulisse da. Düsseldorf gegen Gladbach war eigentlich soweit alles okay, ne? Hatte ich schon nach Spielschluss den Eindruck, dass Sie nicht besonders sauer waren? Nein, überhaupt nicht. Die Leistung der Mannschaft hat 100% gestimmt und das Publikum war auch sehr, sehr angetan von der Leistung meiner Mannschaft. Wir haben auf Augenhöhe mit Borussia Mönchengladbach gespielt. Wir haben unglücklich verloren. Das ist schon abgehakt. Jetzt richten wir den Blick auf den VfL Bochum am Montag. Und da wollen wir versuchen, wieder zu pumpen. Gestern hatten Sie Tunnelblick natürlich wegen des eigenen Spiels. Heute konnten wir wunderbar stundenlang so ein bisschen links und rechts gucken. Thema Köln. Also es gibt ja viele Themen, die gerade heute auch waren, kennen sich gut aus. Was sagen Sie A zur Krise da und B zur Bewältigung beim FC? Ja, das ist natürlich nicht einfach zu beurteilen. Die Krise kam, ich würde mal sagen, aus dem Nichts. Nach den letzten 4,5 Jahren, die sehr erfolgreich waren mit Peter Stöger und Jörg Schmadtke, dann Anfang der Saison so schlecht in die Saison gestartet sind. Aber das große Plus in diesem Jahr ist einfach, dass das Publikum, dass der Verein vor allen Dingen hinter Peter Stöger steht. Und sie sind heute belohnt worden, Gott sei Dank. Ich habe den Kölnern echt die Daumen gedrückt, weil ich auch immer noch so ein bisschen am FC hänge. Ich war 2 Jahre Trainer da und deswegen hat es mich gefreut, dass sie heute eine Runde weitergekommen sind. Aber sie haben noch einen weiten Weg vor sich. Das Thema Schmadtke ist ja trotzdem immer noch ein bisschen nebulös. Täte der FC gut dran, die Gründe offen zu legen? Ja, ich glaube, beide täten gut daran, die Gründe offen zu legen, weil die Begründung ist schwer nachvollziehbar. Ich glaube nicht, dass es so in beiderseitigem Einverständnis letztendlich zu Ende gegangen ist. Aber das sind Dinge, die können nur die beiden im Grunde, da können nur die beiden Licht an den Tag bringen. Und ich bin mal gespannt, was da noch letztendlich herauskommt. Der Kontakt zum FC Bayern ist für Sie enger denn je. Die haben Ihren Co-Trainer Peter Herrmann teuer weggekauft. Hatten Sie eine super Ausgangsposition natürlich, um da hart zu verhandeln, ne? Was haben Sie bekommen? Weltrekordablöse? 2 Millionen? Ne? Ja, ich glaube, das ist ja kein Geheimnis. Auf der anderen Seite sind wir hier unter uns. Hört ja niemand außer uns zu. Nein, das ist 5:1 hervor. Ja, sagen Sie, was Sie wollen. Nein, da guckt keiner mehr zu. Ja, ich glaube, es waren 2 Millionen. Und das ist schon eine sehr, sehr hohe Summe, die wir gut gebrauchen können bei Fortuna Düsseldorf. Und wir haben uns natürlich sehr darüber gefreut. Ja, aber nicht, dass Sie jetzt einen Fehler machen und nach einem Co-Trainer suchen, einem neuen, der so teuer ist. Also lieber anders investieren. Jupp Heynckes hat Sie persönlich angerufen zu diesem Thema. Wie läuft so ein Gespräch unter Freunden ab? Ja, Jupp und ich, wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange. Und haben natürlich auch lange darüber nachgedacht, ob wir Peter überhaupt abgeben, weil er war ein ganz wichtiger Bestandteil meines Trainerteams. Und nachdem Bayern überraschend Jupp Heynckes noch mal aktivieren wollte, war sein Wunsch natürlich, mit dem Co-Trainer zusammenzuarbeiten, mit dem er sehr viel Erfolg gehabt hat, das Triple geholt hat. Und wir wollten das natürlich
nach Möglichkeit verhindern. Das haben wir auch ein, zwei Tage lang. Dann hat Jupp mich aber auch angerufen. Das kann ich ja verraten. Das ist ja kein Geheimnis. Und wir haben dann über Peter gesprochen und er hat den Wunsch mir gegenüber geäußert. Ich soll doch nachgeben und er braucht den Peter und der Peter wäre so gut. Der Peter hat die und die Vorzüge. Und dann habe ich zu Jupp gesagt, ja Jupp, das weiß ich. Darum will ich den ja auch behalten. Ja, darum will ich ihn ja auch behalten. Und, aber wir sind dann letztendlich übereingekommen, den Wunsch von Peter nachzugeben und auch den Wunsch von Jupp und auch vom FC Bayern München. Und das haben wir gemacht. Und ich glaube, beide Seiten sind dann letztendlich auch zufrieden. Er macht auf jeden Fall momentan ja nicht den Anschein, als würde es die Punkte kosten. Läuft nein, super in Düsseldorf. Nein. Wollen wir gleich noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Erstmal würde ich gerne noch jemanden begrüßen. Und zwar so donnernd vielleicht heute mal alle zusammen wie nie zuvor. Denn er hat heute als Stadionsprecher vom SV Werder das erste Heimspiel seines Clubs seit dem 11. Mai 1999 verpasst. Willkommen und danke, Arne Zeigler! Drüber nach, Arndt, wird sich ein Sieg. Ja. Das Schlimme ist, die haben dann ja prompt ohne mich gewonnen. Das heißt, ich soll jetzt nach Meinung vieler Leute in Bremen den Wohnungsmarkt in Herten mal sondieren, um gleich hier zu bleiben, damit das jetzt mit der Siegesserie weitergeht. Nein, wir wollen natürlich über Friedhelm Funkel reden und über einen Mann, der seit über 40 Jahren in der Bundesliga ein vertrautes Gesicht ist. Ich habe mir dazu mal das erste Sammelalbum seiner aktiven Zeit rausgesucht bei Bayer Oerding. 75, 76 sieht man ihn hier. Vielleicht kann man das mal ganz kurz, genau. Gar nicht so, also vor allem die Statur ist erstaunlich und bewundernswerterweise fast unverändert geblieben. Ansonsten noch ohne Bart, man hat ihn dann später anders kennengelernt. Vor allem aber ist es eine lange Karriere gewesen und vor der langen Trainerkarriere eine lange Spielerkarriere mit 472 Spielen in erster und zweiter Liga und 149 Tore. Wir wollen uns mal ein paar Szenen anschauen aus dem fußballerischen Leben des Friedhelm Funkel. Wir sehen ihn hier rechts noch sehr unschuldig und jung. Wir waren uns in der Redaktion einig, das sieht ein bisschen aus wie eine Playmobil-Figur mit der Frisur. Aber dann kam irgendwann schon später der Bart dazu, das lange Zeit das Markenzeichen des Spielers. Wir sehen hier Rücken Nummer 7 und die wechselt sehr häufig. Wir sehen schöne Tore im Leben des Friedhelm Funkel, auch technisch auch anspruchsvolle Tore mit der 9 auf dem Rücken, mit der 10 auf dem Rücken. Also das, was man dann sehr viel später, glaube ich, polyvalenter Spieler nannte. Wie? Polyvalent und vor allen Dingen aber immer torgefährlich und immer mit auch sehr viel Schlitzohrigkeit dabei. Und das Erstaunliche ist, Herr Funkel, ich habe gelesen, am Anfang wollten Sie eigentlich immer Libero spielen. Ja, wollte ich auch eigentlich und ich habe auch phasenweise Libero gespielt, aber nachdem die Torgefährlichkeit bei mir doch sehr offen zum Tragen gekommen ist, habe ich anfangs sehr, sehr oft im Sturm gespielt. Und mit zunehmendem Alter habe ich mich dann immer weiter zurückgezogen, ja, so, weil die Verletzungsgefahr geringer geworden ist im Abwehrbereich. Und dadurch konnte ich auch so lange spielen. Aber wir haben jetzt eben gesehen, es ist wirklich alles dabei. Linker Fuß, rechter Fuß, Kopfball, also auch sehr technisch schwierige Tore und anspruchsvolle Tore. Haben Sie wichtigste Tore, die Ihnen auf Anhieb einfallen, die man bei Ihrer Karriere sofort nennen würde, wenn es um so Tor-Highlights geht? Ja, viele, ja, ich glaube, ganz wichtig waren zwei Tore gegen Real Madrid, als wir auf dem Betzenberg 5-0 gewonnen haben gegen Real Madrid. So hoch hat, glaube ich, keine deutsche Mannschaft gegen die Madrilenen gewonnen. Das waren wichtige Tore. Nachdem wir das Hinspiel 3-1 verloren haben, sind wir dann mit dem 5-0 noch weitergekommen. Also das waren wichtige Tore. Wir haben hier ein wichtiges Tor eben gesehen in Bochum, da wo ich am Montag mit meiner Mannschaft spiele. Dort haben wir in der schwierigen Situation 1-0 gewonnen. Gewonnen, wo ich das Tor dann gemacht habe. Also es waren viele wichtige und auch, Sie haben es eben richtigerweise gesagt, sehr, sehr schöne Tore dabei. Real Madrid haben wir zufällig dabei. Wir haben mal drei Karriere-Highlights aus der Karriere von Friedhelm Funkel vorbereitet. Breme an die Latte, Funkels zweiter Treffer. Schon nach 17 Minuten hatte Real seinen Vorsprung aus dem Hinspiel eingebüßt. Letzter Höhepunkt dieser Partie schließlich das 5:0, die vielleicht größte Stunde in der Vereinsgeschichte des ersten FC Kaiserslautern. Der Jubel, die Freude, verständlich bei den Uerdingern. Die kleine Sensation ist perfekt. Bayern 05 Uerdingen ist deutscher Pokalsieger. Hier ist die Grotenburg, meine Damen und Herren. Und da ist das Tor abgefälscht. Ich habe das noch nie erlebt. Uerdingen spielt jetzt alles oder nichts. Funkel geht mit, Schäfer allein und das ist sie. Und das dürfte die Entscheidung sein. Werde ich nie vergessen, das Spiel. Ja,
Das war ein Klassiker-Ding. Ich weiß nicht, wie viele Leute zur Halbzeit ins Bett sind. Oder ins Bett. Ich musste ins Bett und mein Vater hat mich wieder aufgeweckt. Ja, das hat ja seinen Grund gehabt. Waren schon Highlights dabei, auch auf internationaler Ebene. Und das Interessante ist aber, dass Friedhelm Funkel einen Rekord hält, den ihm so schnell niemand nehmen kann. Fünfmal aufgestiegen. Das hat kein Lattek geschafft, kein Rehagel. Fünfmal aufgestiegen. Und wir schauen uns mal Jubelbilder an aus dieser langen, dann folgenden Trainerkarriere. Das ging los mit zwei Aufstiegen mit Bayer Uerdingen. Und zwar in den Jahren 92 und 94. Direkt also in Folge. Als verantwortlicher Trainer, solche Anzüge trug man damals? Ja, das ist Ballonseide Deluxe. So, und dann der MSV Duisburg, Bashiru Salou, auch eine Legende, auch zwei Jahre später. Also es ging in schneller Folge tatsächlich immer wieder von unten nach oben. Das war übrigens mit Andreas. Dann der erste FC Köln und dann folgt gleich eine Szene. Ja, genau. Und da können Sie mal drauf achten, Friedhelm Funkel. Da kommt Marco Marin gleich ins Bild, wenn Sie Trainer bei Eintracht Frankfurt sind. Das wo Sie gar nicht auf dem Jones. Schirm hatten, dass der bei Ihnen war. Guck mal, hier kommt er. Gleich sieht man es noch beim... Da ist er. Ja. Aber er traut sich nicht so richtig. Also es war damals noch ein Nachwuchsspieler. War das eine junge Mannschaft, die da einfach mit im Stadion ja, war? Ja, ja. Also er war damals noch nicht Spieler bei mir, sondern hat im Jugendbereich gespielt und war da eben auch nach dem Aufstieg gegen Wacker Burghausen haben wir da gespielt, 3-0 gewonnen. Und hat sich da ins Bild geschummelt. Ja, guck mal da. Ja, aber wir wollen, das hat er sich auch nicht in den letzten nächsten Jahren. Nee, nicht wir wollen mal eine Deutschlandkarte zeigen, auf der man Friedhelm Funkels Trainerstation sieht. Und da ist was sehr, sehr auffällig. Wir sehen eine gewisse Ballung um den Rhein. Ja. Und alles, was ein bisschen weiter wegging, waren auch die Trainerstationen, die, glaube ich, am Ende etwas verzichtbarer waren. München 1860 oder Hansa Rostock, das sind die Sachen, die nicht so gut gelaufen sind. Aber hier rund um den Rhein, da fanden die Aufstiegsfeiern statt, da fanden die Highlights statt. Also das ist schon auffällig. Ja, ich bin Rheinländer. Ja, ich bin Rheinländer und bin natürlich dort auch gerne zu Hause. Das ist meine Heimat. Und das sind eben dann die Stationen als Spieler wie als Trainer gewesen, wo ich mich auch am wohlsten gefühlt habe. 5 Traineraufstiege, absoluter Rekord. Mit Düsseldorf könnte es jetzt der 6. werden, wäre absolut nochmal absoluter Rekord. Sie bezeichnen sich ja selbst als realistischer Optimist. Das ist so ein bisschen wie Rehagels kontrollierte Offensive wahrscheinlich. Genau. Steigen Sie auf mit Fortuna, ja oder nein? Boah, die Frage ist natürlich ganz schwer zu beantworten. Sie haben angefangen mit, es ist spät und wir können offen sprechen. Ja, ich weiß, wir können offen sprechen. Also unser Ziel ist es, im oberen Drittel der Tabelle natürlich mitzuspielen. Und wir haben eine sehr gute Mannschaft in diesem Jahr. Wir haben eine gute Mannschaft zusammengestellt. Und wir können aufsteigen, überhaupt keine Frage. Wir können aufsteigen, aber... Bis dahin sind noch sehr, sehr viele Spiele zu absolvieren. Ist natürlich aber so, ja, dass so das, was gerade sich oben tummelt, ja eigentlich auch prognostiziert ist, als das, was auch da bleibt wahrscheinlich. Oder sehen Sie irgendjemand, der noch so hinter den Erwartungen ist, dass er da noch so ein bisschen reingeht? Ja, das wird für die Mannschaften schwer. Also ich glaube, Ingolstadt hat vom Kader her die Möglichkeit, da oben noch ranzurücken. Das Elfter momentan. Ja, aber die können noch mal 5, 6, 7 Mal hintereinander gewinnen. Aber die Mannschaften, die im Moment oben stehen, Union Berlin, das ist mein absoluter Top-Favorit, 1. FC Nürnberg, Holstein Kiel, Überraschungsmannschaft, aber sie machen es hervorragend und viele behaupten ja, sie würden einbrechen. Ich glaube das nicht, weil Markus Anfang dort mit seiner Truppe super Arbeit macht. Sie haben überzeugende Siege dabei und ich glaube, dass sie bis zum Schluss da oben dabei bleiben. Großes Duell dann, kurz vor Weihnachten. Wie viele Aufstiege würden Sie eigentlich gegen eine deutsche Meisterschaft eintauschen? Haben Sie mal drüber nachgedacht? Nee, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil ich einfach noch nie die Möglichkeit hatte, deutscher Meister zu werden mit einer Mannschaft. Aber um ehrlich zu sein, würde ich natürlich den ein oder anderen Aufstieg dafür sausen lassen, um mal deutscher Meister zu werden, weil das ist natürlich auch ein unglaublich schönes Gefühl. Das habe ich leider nicht gehabt. Ich bin Pokalsieger geworden, das war auch nicht so schlecht. Aber insgesamt bin ich mit dem, was ich erreicht habe, schon sehr zufrieden. Nicht das Gefühl, was verpasst zu haben und zu hadern irgendwie, Mensch, hätte mich doch mal jemand da geholt oder so? Nein, also ganz ehrlich gesagt. Das ist schön, wenn man so rein ist mit sich. Überhaupt nicht, weil ich habe als Spieler, wie auch als Trainer, fantastische Jahre, Jahrzehnte erlebt und ich möchte kein Jahrzehnt davon missen. Und auch die Vereine, wo ich gearbeitet habe, das waren in erster Linie Traditionsvereine, wo immer was los ist, wo es nie langweilig war, wo wir auch Erfolge gehabt haben und damit bin ich sehr zufrieden. Das haben wir an der Karte
Karte natürlich auch gesehen, die Arndt eben schon gezeigt hat. Ne? Dass die beiden Ausreißer da oben Nordosten und im Süden auch da gesehen. Das ist ja schon eindrucksvoll, gerade wo sich das in der Tat geballt hat. Sie haben von Heimat schon gesprochen. Sie kennen aber ja natürlich auch die anderen Seiten. Ne? Waren fast 2 Jahre raus jetzt nach Aachen und 1816. Dann kam die Fortuna. Danken Sie da momentan immer noch jeden Tag dem lieben Gott? Oder waren Sie immer so überzeugt davon, dass noch was kommt? Ja, erstmal bin ich dankbar dafür, dass noch was gekommen ist. Auch dafür, dass Fortuna Düsseldorf gekommen ist. Denn das ist in der Tat ein geiler Club. Mhm. Und ich hatte eigentlich mit dem Gedanken schon gespielt, ganz aufzuhören. Weil ich wollte die Heimat Krefeld nicht mehr verlassen. Meine Frau und ich, wir fühlen uns super wohl da. Ja. Haben einen großartigen Bekannten- und Freundeskreis. Und ich hätte für keinen anderen Verein eigentlich eine neue Aufgabe angefangen. Mhm. Und Düsseldorf ist vor der Haustür. Wir können das soziale Umfeld in der Umgebung immer wieder nutzen, auch neben dem Fußball. Und da war Fortuna Düsseldorf natürlich sehr reizvoll. Und wir haben uns vorgenommen, den Verein wieder auf Vordermann zu bringen. Robert Schäfer als Vorstandsvorsitzender und alle anderen im Verein, die dort ihre Aufgaben auch erfüllen. Und da sind wir auf einem guten Weg. Und der Weg ist noch nicht zu Ende. Somit ist auch meine Trainerkarriere noch nicht zu Ende. Also wir haben da noch was vor. Ja, und es ist natürlich schön, aus einer Warte etwas annehmen zu können, weil man nicht mehr muss. Ne? Also Sie sind gerade altersmäßig ja nach Jupp Heynckes Nummer 2. Er gewinnt da noch mit 72-63. Er hat in einer ganzen Woche den Verein beruhigt. Sie stehen mit Fortuna oben. Welchen Vorteil haben Sie beide gegenüber den ganzen Jungen? Ja, ich glaube, dass die Erfahrung, die wir in unserem Job in den Jahrzehnten erlebt haben, dass das unbezahlbar ist. Ja. Dass wir eben auch den Jungs aus den langen Jahren der Erfahrung eigentlich mitgeben können. Dass wir die Erfahrung weitergeben können, dass wir viele Situationen erlebt haben, dass wir uns trotz unseres Alters auf die Jungen einlassen können, dass die Jungen trotzdem Vertrauen zu uns finden, weil wir dieses Vertrauen auch zurückgeben, weil wir im Laufe unserer Jahre viele Dinge durchlebt haben, gute Dinge wie schlechte Dinge, positive Dinge wie negative Dinge. Und das verbunden mit der Freude, mit dem Spaß, den wir trotz des Alters noch an unserem Beruf haben, das ist, glaube ich, unschlagbar. Ich glaube, das sind unschätzbare Werte, ne? So viel erlebt haben, Krisen bewältigt, sich selbst nicht mehr in den Vordergrund stellen müssen. Das ist ja auch wichtig, sich in die Unruhe und auch in die Herausforderung von den jungen Menschen, die dann mit 19, 20, 21 so viel auch über den Kopf gestülpt bekommen, reinfühlen können. Das ist natürlich immer so die Frage, wenn da einer kommt mit 25 Tattoos und kaut mit offenem Mund Kaugummi. Ich überspitze das jetzt mal bewusst. Erinnern Sie den an seine gesellschaftliche Verantwortung oder sagen Sie, lass mich mal deine Karre fahren? Ja, das natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Ja, man muss sie ja da abholen. Ne? Ja, also, aber man kann sie auch abholen und mir macht das auch nichts. Ne? Das ist in der heutigen Zeit so. Ja. Die haben halt andere Ansichten, die sind eben von oben bis unten tätowiert. Die laufen aufs Spielfeld heute und sind top gestylt. Die könnten auch zur Modenschau gehen. Ja. Wenn sie auflaufen und wenn ich dann denke, wie wir früher aufgelaufen sind, Hannes Bongartz nimmt mich da immer als Beispiel. Hannes, verzeih mir, du hörst vielleicht auch zu. Ja, der lief rum, als wenn er einen Wischmopp auf dem Kopf gehabt hätte. Ja, so lief der auf dem Platz. Da gab es kein gestyltes Aussehen oder so weiter. Da war wichtig für uns auf dem Platz, den Platz beackern. Und wie wir dann in die Kabine gekommen sind, war völlig egal. Das ist heute anders, aber es ist halt so. Und warum soll ich versuchen, das zu ändern? Ja, und man hat das Gefühl, dass Sie auch da immer noch irgendwie immer ein bisschen für sich selbst auch weiterkommen, weil Sie dann immer ja noch wieder eine Horizonterweiterung sehen. Was müsste passieren oder was müssten Sie bei sich feststellen? Wo würden Sie sagen, wenn das und das bei mir irgendwann fehlt, dann höre ich auf? Haben Sie das für sich mal so festgelegt? Ja, wenn ich keinen Spaß mehr habe. Wenn ich merke, dass ich an die jungen Spieler nicht mehr herankomme, wenn ich natürlich auch körperlich nicht mehr in der Verfassung bin, die ich Gott sei Dank heute noch bin. Ich bin körperlich fit. Ja. Und wenn das dann nicht mehr der Fall wäre, dann würde ich von mir aus auch sagen, du, es hat keinen Zweck mehr, hör auf, du hast tolle Jahrzehnte gehabt. Aber so weit ist es noch nicht. Mhm. Friedhelm Funkel, immer gerne Arndt ja als zurückhaltend und König der Pragmatiker bezeichnet. Aber so wie du natürlich wieder gewühlt hast, also das, was er hier heute Abend zeigt, hast du deutlich, glaube ich, bewiesen mit körperlich fit und froh Natur, oder? Ja, aber wir wollen natürlich insgesamt mal fragen, wie ist er denn eigentlich wirklich, also auch über das Sportliche hinaus. Und er wirkt ja oft
ernst, fokussiert. Manche sagen sogar verbiestert, wenn man ihn so am Spielfeldrand sieht. Aber hier ist er nun wirklich. Und da haben wir mal geschaut, zunächst mal bei denjenigen uns umgehört, die immer am dichtesten dran sind. Das sind bekanntermaßen die Trainingskiebitze. Im Schmunzeln sieht man ihn weniger. Er ist immer so ein bisschen zurückhaltend. Aber ich meine doch, ein ganz netter Kerl. Ist nett, ist sehr fannah, hat auch Zeit für die Fans, wenn man Fragen hat. Funkel ist mein Schwarm. Allerdings vorausgesetzt, er tritt mir nicht immer auf die Füße, wenn er es so eilig hat. Also da müssen... Ich dachte beim Tanzen. Aber jetzt reden wir mal über die Geografie. Also in Neuss aufgewachsen, Düsseldorf, Krefeld, das sind natürlich Karnevalshochburgen. Insofern kommt man auch nicht unberührt am Karneval vorbei und Friedhelm Funkel schon gar nicht. Wir sehen jetzt an einem Ausschnitt mit der legendären Kombo Halbangst zusammen, dass er offenbar sehr, sehr gern auch mittendrin ist, wenn Karneval gefeiert wird. Kriege ich aber voll Angst eher, glaube ich. Funkele, mir Düsseldorfer Schunkele. Hüng ist uns alles egal. Wir feiern Karneval mit Friedhelm Funkele, mit Düsseldorfer Schunkele. Das ist schon alles. Da ist schon diese Affinität vorhanden, oder? Für Karneval? Bitte? Für Karneval ist schon eine gewisse Affinität vorhanden, oder? Ja, absolut. Und das stammt noch aus meiner Kölner Zeit. Wir haben jetzt die neuesten Bilder gesehen vom letzten Karneval in Düsseldorf. Aber ich habe natürlich auch in der Kölner Zeit sehr, sehr gerne Karneval in Köln gefeiert. Bin dort auch mit der einen oder anderen Band öffentlich aufgetreten. Mit den Höhnern, mit den Blackfoes, mit der Micky Brühl Band. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Und das nehme ich mir auch raus, auch als Bundesliga-Trainer. Das sind Dinge, die neben dem Fußball auch wichtig sind. Mhm. Dass man am gesellschaftlichen Leben teilnimmt, dass man Freude hat, dass man Spaß hat. Und das werde ich auch weiterhin tun. Schöne Parallele zu Peter Stöger, ne? Hat genau dasselbe hier. Genau. Ich finde es super. Ja, der hat hier gesessen während des Confed Cups und hat gesagt, Leute, ich weiß, wenn ich so und so viele Spiele verliere, bin ich eh weg. Und als Kölner Trainer bin ich eh immer eine öffentliche Person. Und man merkt ja an dieser Sympathiewelle, gerade bei ihm, das ist die Haltung. Ne? Aber wir haben auch eben gehört, Geselligkeit ist, glaube ich, auch so ein Stichwort. Das ist auch bei vielen Leuten in der DNA verankert. Bei Friedhelm Funkel sieht man es auch. Ein ganz frühes Bild aus Neuss, aus dem Schützenverein. Und da ist er rechts kniend, der Junge. Ja, das sieht sehr gesellig aus, Arndt. Also, ja, das war natürlich die Vorstufe, aber dann später, natürlich, wenn man je erwachsener man wird im Schützenbereich, wird es dann gesellig. Wir sehen also, dass Friedhelm Funkel bei einem aktuellen Bild auch heute noch, kriegen wir, glaube ich, gleich gezeigt, genau da also gerne mittendrin ist, wenn es um Schützenfest, Schützenvereine und so weiter geht. Ja. Also tatsächlich sehr, sehr heimatverbunden. Ja, ja. Waren Sie mal Schützenkönig? Nee, Schützenkönig. Muss man alles bezahlen. Nein, das ist zu teuer. Also das ist einfach zu teuer. Wir halten fest, Geselligkeit, Karneval wichtig, Fußball natürlich sowieso wichtig und ein weiterer wichtiger Aspekt im Leben des Friedhelm Funkel ist Tennis. Wir sehen ihn hier mal beim Tennis und wir sehen an den Bewegungsabläufen, er kommt mehr über die Mentalität, also es ist nicht so über die Eleganz, sondern aber das sind ganz, ganz alte Bilder. Ich bin mittlerweile viel besser geworden. Ja, also das ist eher so ein bisschen gestochert. Aber es ist Kampfgeist und Enthusiasmus beim Tennis ist zu sehen. Und wir zeigen das deswegen, weil offenbar Tennis wirklich ein wichtiges Thema ist. Das sehen wir daran, dass wir wichtige Einzelheiten aus Friedhelm Funkels Leben erfahren haben von seiner Tennis-Clique, die wir besucht haben. Genau, und ich finde nämlich auch, also wir können ja hier philosophieren, wie wir wollen und uns einen Wolf darüber psychologisieren, wie ist er denn im Endeffekt. Erstmal, finde ich, fragen wir mal die Leute, die es wirklich wissen. Frau Funkel, guten Abend. Schön, dass Sie da sind heute Abend und auch den langen Abend mit unheimlich starker Fußballexpertise miterlebt haben. Und dann freuen wir uns natürlich sehr auf zwei Kumpels. Ne, Andreas und Thomas, ihr könnt jetzt mal da gerne hinter der Säule hervorkommen. Da freut sich der Friedhelm riesig. Das sind zwei der besten Freunde, die unter anderem, denn Friedhelm und Anja haben geheiratet, im Juni den Junggesellenabschied organisiert haben. Und es könnte, lieber Friedhelm Funkel, wenn wir uns das Folgende anschauen, die letzte Umarmung gerade gewesen sein. Ich denke auch. Friedhelm, altes Haus. Fangen wir mal mit der Pferdegeschichte an. Also, er musste reiten.
Und der wollte unter keinen Umständen halten. Ich habe ihn an dem Tag noch nie so ängstlich in seinem Leben, glaube ich, gesehen. Ich zeige euch auch gleich Bilder davon oder Videos, wenn ihr wollt, aber nur euch. Das war total unfair. Also Riesenbeklagen natürlich. Früher in der Jugend Sonnenbart, aber Pferd, da war er ganz misstrauisch. Wir haben so ein paar alte Stätten von ihm erstmal abgefahren. Mit so einer Limo sind wir erstmal in seiner Lieblings-Eisdiele. Er isst irre gerne Eis. Pfirsich-Melba. Dann zu seinem Lieblingskonditor, wo er zu Oerlinger Zeiten schon mit der Mannschaft immer war. Kuchen geholt. Oh nein! Du bist nie sicher, wenn du mit dem irgendwo sitzt, Kaffee trinkst, da kann sofort Salz drin sein oder was weiß ich. Also das ist wirklich ernsthaft so. Der macht schon seine Späßchen, hat den Schalk im Nacken, würde ich sagen, sind wir uns alle einig. Und wohlgemerkt Kinderspäße. Ja, Kinderspäße, ja. Klopft dann immer auf die Schulter und wundert sich, wenn man sich nicht umdreht oder dass man sich umdreht. Der hat ja wirklich eine super drahtige Figur, hat ja nie Übergewicht. Aber Kuchen mittags, 3, 4, der darf nicht fehlen bei dem. Ein oder zwei Stücke, spielt gar keine Rolle. Wo wir sagen, unter Tuchel hätte der, glaube ich, nicht trainieren können. Süßer, lustiger Typ. Ja. Ist zweimal Opa geworden vor kurzem. Ja, ne? Ja, ist für ihn riesig. Also hat jetzt riesig gefreut. Man merkt, wie er mit den Kindern umgeht. So, totalen Spaß und er freut sich darauf, Opa zu sein. Michael Funkel, der Opa. Ja, genau, so merkt man das richtig witzig. Das sagen wir mal auch so oft es geht. Kann auch ernsthaft sein, aber es ist immer gut gelaunt. Immer. Genau wie seine Frau übrigens, Anja auch. Du bist 17 Jahre jünger als der, ne? Ja, mindestens, würde ich jetzt mal so gefühlt sagen. Jetzt heißt es ja immer, der ist so ein Pragmatiker, so nüchtern. Da müssen sie mal Karneval erleben. Da muss nur ein Lied kommen, der kann alles strophen. Also das ist sensationell. Und wenn einer als Erster am Tisch steht, Friedhelm. Der ist also alles andere als trocken, würde ich mal sagen. Das ist wirklich ein falsches Bild. Verkauft er halt vielleicht ganz gut, ne? Also muss ich das wirklich sagen. Verkauft sich so als ganz ruhige Fraktion, aber... Das ist ein amtlicher Schluck nochmal, da. Ja, ja. Oh, da haben wir aber viel Schönes erfahren. Anja, erste Frage kurz. Wie kam er heim nach dem Junggesellenabschied? Ich habe das ausgeblendet. Das ist sehr schlau. Zweite ganz wichtige Frage. Wer spielt besser Tennis? Er ist, glaube ich, Leistungsklasse 14, aber Sie haben Regionalliga-Niveau. Ist das ein Duell auf Augenhöhe? Also ich bin da auch bei uns ganz hinten an. Also ich glaube schon, dass er manchmal noch gewinnt. Ja, na gut. Ja, seht ihr, okay, mindestens 17 Jahre jünger, haben wir auch schon gehört. Aber es war beim Junggesellenabschied, war das Ganze aber auch, das waren Wettkampfbedingungen. Ne? Ihr habt da, erzähl mal, so einen Zehnkampf gemacht? Oder? Ja, nicht ganz Zehnkampf, ich glaube, es waren 6 oder 7 Wettkämpfe. Ja. Aber alle gingen um den Ball, ja, Tischtennisball, ein Boulball, Wikingerschach, ein Fußball war auch dabei. Ein Golfball war dabei, ja. Und er spielte eben gegen uns 7 andere. Und man muss leider jetzt wirklich fairerweise sagen, er hat fast alle Disziplinen gewonnen gegen uns. Sie wollen auch immer gewonnen. Das war doch klar. Ja, kann ich gut verstehen. Habe ich jetzt die gute Nachricht, weil Alex, das nennt man ja, glaube ich, in Englisch competitive, wenn jemand gerne so in Wettbewerben und dann auch mal ernst. Und bei dir ist es aber genauso, das wissen wir ja. Und deswegen habe ich jetzt eine kleine Überraschung für euch. Wir spielen nämlich jetzt was. Und da wir bei Friedhelm Funkel gehört haben, dass Kuchen eine wichtige Rolle spielt, haben wir ein Filmplakat nachempfunden. Es geht um Für eine Handvoll Kuchen. Und da spielt die schon genannte, glaube ich, Lieblingskonditorei aus Krefeld eine wichtige Rolle. Vielleicht können wir hier mal kurz ein Grußwort sehen. Die haben uns nämlich was geschickt. Und gleich ist der Kuchen... Genau. Oh. Der spielt gleich eine wichtige Rolle. Und den kriegt er jetzt, ne? Nein, nein, nein. Das ist aber für alle hier. Nein, nein, den müsst ihr euch jetzt erspielen. Wir spielen beide. Ja, wir spielen beide und zwar spielen wir Torstopp. Ich weiß noch, Torstopp! Ja, du hast mal erwähnt, dass du das magst. Torstopp! Ich liebe Torstopp. Und wir wollen ich ganz bin kurz, gut in Torstopp. Also ihr dürft beide bei jedem Tor raten. Ich bin ein reiner Torstopper. Das werden wir jetzt sehen. Ihr dürft beide bei jedem Tor raten, ob er drin ist oder nicht. Und wir nehmen als erstes ganz leicht ein Tor von... Oder vielleicht ein Tor von Friedhelm Funkel. Das zählt aber noch nicht. Das ist erstmal nur das Beispiel. Da sehen wir das legendäre Spiel gegen Real Madrid. Nochmal bitte Film ab. So, Friedhelm Funkel weiß es bestimmt. Was sagst du? Er muss ja anfangen. Der nicht, würde ich sagen. Aber er ist natürlich so, wie er guckt, ist er im Futter. Ich würde sagen, der ist nicht drin.
Aber da war ja noch ein bisschen. Darf ich echt anfangen? Ja. Ist ja nur ein Beispiel bislang. Tor. Okay. Real Madrid. Tor? Wir schauen jetzt den Originalkommentar an. Bongard, Funkel, das 1:0, ein Geschenk des spanischen Torhüters Agustin. Ja, aber es war Probe, oder? Das war. Weil mit so einem Torwart kann ich nicht gewinnen. Das heißt, das ist, so, jetzt wird es schwieriger. Jetzt noch mal eine Szene aus einem Spiel gegen Bochum an. 1984, Manfred Leschek, bitte. Hier ist der. So, nimmt er voll. Tor. Jetzt einfach Friedhelm Funkel zuerst. Ach so, sorry. Ah, das ist wieder sein, dann muss er es ja wissen. Ja, was sagst du so? Guck ihn dir doch an. Ja, stimmt, ehrlich gesagt. Okay, ich habe eine Chance. Also ich sage jetzt mal nein. Okay. Ja, ich sage jetzt Tor. Ich habe ja schon Tor gesagt, sonst hätte ich natürlich jetzt... Dann jetzt Reporter Manfred Aber ich Leschek weiß es nicht. Mit der Auflösung. Okay. Ich weiß es nicht. Schäfer ist das und aus dem Hinterhalt Friedhelm Funkel und der Ball wird zur Ecke gehen. Erstes Stück für ihn. Erstes Stück für ihn, genau. Welches soll es denn sein? Gibt es da irgendwelche Vorlieben hier beim Kuchen? Das da, okay. Kirschstreusel, oder was ist das? Shit, da ist nur einer da und den hat er jetzt. Ja, natürlich. Hättest du auch mal so einen hier nehmen können. So, nächste Szene gleich. Ein Spiel gegen Eintracht Frankfurt, DFB-Pokal vor 40 Jahren. Wir sehen die Szene. Wer muss anfangen? Jetzt fängt... Ich, ne? Alex. Ich sag Tor, weil eben keins war. Ja. Ja, wogegen war das? Sag ich jetzt nicht nochmal. Nee, das hat er gesagt. Das ist also vorgelesen ist vorgelesen. Kein Tor. Kein Tor. Was hattest du gesagt? Ich habe Tor gesagt. Okay, wir schauen uns das an. Aber plötzlich kam Uerdingen noch einmal auf. Und in der 84. Minute gelang Funkel ja, sogar noch voll. Das 3:2. Alles. So, mittlerweile ist durchgesickert, das sind alles Szenen von Friedhelm Funkel. Ja, ich eigentlich gar nicht. Aber. Als nächstes haben wir Karlsruhe SC vor 41 Jahren. Oh, boah. Oh, das kann alles werden. Alex, jetzt muss Friedhelm wieder zuerst. Ja, ich sag Tor. Tor. Sag ich auch. Sagt ihr beide? Ich vertraue dem Chef. Okay, Reporter Wilfried Luchtenberg klärt auf. In der 27. Minute wieder Kottan und 3 Meter vor dem Tor vergibt Funkel. Ja, das ist dann jetzt kein weiteres Stück Kuchen, aber also jetzt das haben wir... das war die einzige Chance, die ich aus 3 Meter vergeben habe. In der ganzen Karriere? Ja. Wir haben leider keinen Kuchen jetzt. Letzte spektakuläre Szene, Dieter Adler, hören wir gleich. Erstmal schauen wir uns die Szene an. Jetzt geht's um alles, meinst du? Letzte Szene? Jetzt du wieder, Alex, zuerst. Was würden Sie sagen? Bitte? Ich gebe ein Stück ab. Kein Tor. Kein Tor? So, jetzt musst du ja sagen, ist er drin, ist er drin oder nicht? Kein Tor. 16 aus. Er ist nicht das ist durch. Jetzt eine Szene, die uns beim Sichten begeistert hat. Beide sagen kein Tor und beide haben gleichzeitig recht, aber auch nicht recht. Hä? Dieter Adler klärt auf. Uerdingen in der Folgezeit stärker mit vielen Möglichkeiten. Und diese hier führt zum 1:1. Was war geschehen? Funkel lenkt den Ball in Richtung Tor. Philipp geht mit der Hand zum Ball. Lenkt ihn an die Latte, der Ball prallt dann vor der Linie auf, aber Schiedsrichter Wuttke erkennt auf Tor. Na, ja. Dann würde ich sagen, wir kriegen einfach beide noch eins. Wir schmeißen das gleich auf den Markt, würde ich sagen. Der wichtigere Preis ist aber, Herr Funkel, dass wir uns überlegt haben, wir wünschen einfach alles Gute zum Aufstieg. Mit dem Clint Eastwood-Plakat, das war ja vorhin schon kurz zu sehen, dass Sie da eine gewisse Ähnlichkeit durchaus vorweisen, wenn Sie einen Hut tragen. Also auf den 6. Aufstieg, das wäre dann ein Ausbauen des Rekords. Ich möchte anmerken, dass Ralf Rangnick hier im Sportshow-Club ein James-Bond-Plakat bekam mit seinem Konterfei und aufgestiegen ist mit RB Leipzig. Auf dem Weg zum ersten Aufstieg. Es hat alles total klar. Spaß gemacht. Dankeschön. Alles Gute. Danke, Anja. Vielen Dank an euch beide. Danke Ihnen. Am 14.11. geht es hier weiter mit dem Sportshow-Club nach dem Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Frankreich. Tschüss. Gute Nacht, schlafen Sie noch ein paar Stunden. Vielen Dank.